Hallo, liebe Freunde der Bienen und der Imkerei. Heute möchte ich Ihnen Beckers Wannenbeute vorstellen. Wanne und Deckel sind von IKEA. Diese Wanne mit dem Deckel kann als Schwarmfangkorb verwendet werden oder als Schwarmfangbeute. Man kann sie aber auch als Brutraum und Honigraum nutzen. Wie hier im Bild 3 zu sehen ist, besteht die Wannenbeute aus der Wanne und zwei Doppel-T-Trägern, auf denen sich die Zanderrähmchen abstützen können. Zum Beispiel 9 ausgebaut oder nicht ausgebaute Rähmchen und eine Drohnenwabe. Das wird alles in diese Wannenbeute hineingehängt und die zwei T-Träger oder Doppel-T-Träger helfen, die Rähmchen zu tragen. So steht die Wanne bereit für den nächsten Bienenschwarm. Ach, und da ist er auch schon, der nächste Bienenschwarm. Ohne Schwierigkeiten konnte der Bienenschwarm in die Beute eingeschlagen werden und die restlichen Bienen nützen das Flugloch zum Einzug. Ja, was habe ich da gemacht? Der Deckel ist da schon drauf. Die Bienen, die da noch an der Wabe sind, werden vor dem Flugloch abgeschüttelt und die Bienen ziehen dann so langsam und allmählich in die Wannenbeute ein, weil dort ihre Königin ist. Am Deckel und auch unten am Boden wurden einige Belüftungsbohrungen bzw. Wasserablaufbohrungen angebracht, so dass Feuchtigkeit rauslaufen kann und Luft zirkulieren kann. Ein Wannentausch mit Flugloch unter dem Flugloch Ein Wannentausch mit Fluglochschild unter dem Flugloch zeigte mit einem kleinen Aufbrausen und mit Gebrumme, dass die Bienen lesen können und solche Änderungen nicht gut finden. Was ist da der Grund? Ich hatte die Beute gewechselt und hatte über dem Flugloch ein Schild angebracht, Flugloch. Die Bienen sind ein- und ausgeflogen und als ich die neue Wanne mit dem Schild hinbrachte, das unter dem Flugloch angebracht war, kamen sie zurückgeflogen, blieben auf dem Brett stehen und wunderten sich, was der Bäcker denn da angestellt hat, denn die Ausschilderung war früher anders gewesen. Die Bienen können zwar nicht lesen, aber sehr wohl sehen, wie Formen oder Hinweisschilder zu beachten sind. So mancher dachte, dass eine Wannenbeute nur zum Bienenfang geeignet sei. Ich machte dann die Probe, stellte eine Wannenbeute als Brutraum unten hin, legte ein Gitter darüber, stellte eine weitere Wannenbeute mit großen Löchern auf das Absperrgitter und hatte unten den Brutraum und oben den Honigraum und siehe da, die Bienen nutzten das auch. Unten Brutraum mit 10 Zanderwaben und über dem Absperrgitter der Honigraum als Wannenbeute mit einem Holzrahmen zusammengehalten, so dass die Bienen nicht seitwärts hochziehen konnten. Es klappte alles und die Überwinterung in der Wannenbeute, nur in einer Wannenbeute, klappte genauso. Links und rechts ist zwar in den Holzbeuten ein Volk kaputt gegangen, aber die Bienen haben in der Wannenbeute trotz der dünnen Wand sehr gut überwintert. Die Wannenbeute steht vor der Sonne geschützt im Freistand. Der Bienenschwarm entwickelt sich darin prächtig. Dass der Bienen darin überwintern kann, wurde später im Zeitlerhaus positiv erprobt.
Die Wannbeute kann auch für Kunstschwärme oder für die Königinnenzucht genutzt werden. Das ist alles möglich. Sie ist nicht so teuer wie eine normale Bienenbeute, die ca. 100 Euro kostet. Die Wannenbeute einräumig kostet weniger als 10 Euro. Es ist aber auch für längere oder größere Imkereien sind natürlich die Holzbeuten besser geeignet. Ein frohes und erfolgreiches Imkern wünscht Ihnen der Klaus Becker. Dankeschön.